Moin zur Geekshow, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin, Erik. Moin, moin, Servus. Ja, nach einer herausragend wunderschönen Podcast-Folge in der letzten Woche mit der Manu haben wir uns ja schon vorangekündigt, dass es diesmal auch einen visuellen Effekt gibt. Kann man das so sagen? Ich finde ja allein schon die Smileys ziemlich, ziemlich cool. Ja, Manu, sag erst mal Hallo. Hallo. Und wer du bist? Schön gemacht, schön gemacht. Ja, stell dich kurz vor, bitte. Genau, also ich bin die Manu Rink, bin bei Microsoft Technical Evangelist und versuche halt Entwicklern entsprechende Gehhilfen mit den neuen Technologien zu geben. Und weil ihr so nett gefragt habt, wollte ich euch doch die Cognitive Services, nachdem wir letztens schon drüber gesprochen haben, auch mal quasi nicht nur in Wort, sondern auch in Bild zeigen und wie man sie auch benutzt und was man mit den Dingen tatsächlich anstellen kann. Das ist ziemlich, ziemlich cool und sehr nett von dir natürlich, dass du dir die Zeit nimmst. Wie ja unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, ist das ja nicht ganz so einfach, weil wir ja alle irgendwie nebenbei arbeiten. Du ja auch, habe ich gehört. Und Ja, mein Arbeitgeber sagt das so, ja. ja, ist komisch, ne? Und von daher müssen wir uns die Zeit einfach mal rausnehmen. Aber wir machen das gern und ich glaube, wir haben heute alle was, wo wir auf jeden Fall viel lernen können. Ich wollte gerade sagen, und da ich 0,0 Ahnung habe, was jetzt gleich kommt, bin ich brutal gespannt. Brutal, okay. Ja. Also das ist. Jetzt, Dann hoffe jetzt. ich mal, dass ich den Erwartungen gerecht werden Genau, kann. die Aber Latte ich. liegt hoch. Also, Manu, the stage is yours. Sehr gut. Also grätsch gerne dazwischen, wenn ihr Fragen habt, Aber wenn ich sowas irgendwo zu von. flott bin. Ne? Alex, du hast ja auch immer die großartigsten Fragen, deswegen hau einfach raus. Schaffe ich. Ich habe jetzt für euch ein paar Slides mitgebracht, nur aufgrund dessen, dass wir halt so ein bisschen Anschauungsmaterial dabei haben. Ich möchte euch aber später tatsächlich bei den Hands-on-Beispielen mehr Einblick geben, als jetzt diese Slides in erster Linie vielleicht noch mitgeben würden. Okay. So. Ich habe mir gedacht, nachdem auf der ersten Slide schon schöne Smileys draus sind, ist das ein guter Einstieg. Also die Cognitive Services, was sind die? Die haben tatsächlich ganz viel mit, ja, natürlich mit Kognition zu tun. Und das Wort wurde nicht gewählt, dass es schlau klingt, damit man es gut verkaufen kann. Quasi, ich habe hier ein Cognitive Services Toolkit, sondern der Name ist schon sehr schlau gewählt, weil die Kognition an sich viel mit Wissen, mit Aufmerksamkeit zu tun hat, mit Erfahrung und vor allem auch mit Verständnis und weiterhin auch wieder mit Empathie. So. Und falls ihr euch noch erinnern könnt ans letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich doch erwähnt, dass es in diesem Cognitive Services Toolkit, also in dieser Werkzeugkiste, ganz, ganz viele unterschiedliche APIs gibt, die man als Entwickler nutzen kann für die unterschiedlichsten Dinge. Und dass die halt gestaffelt sind, beziehungsweise kategorisiert sind, in fünf unterschiedliche Bereiche. Und wir werden uns heute, der Einfachheit halber und weil es auch am meisten hermacht, beziehungsweise durch Sehen man oft auch besser versteht, die Vision-Sparte anschauen. Und da habe ich für euch Beispiele mitgebracht für Computer Vision, Emotion und Face. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein und schauen wir uns erstmal an, wie diese API aufgebaut ist, Okay. weil wir wollen ja Entwicklern zeigen, wie die Dinge so funktionieren und wie sie sie selbst nutzen können. Und da starten wir dann gleich mal mit dem Computer Vision Call los. Da gibt es ein paar unterschiedliche. Wir werden uns aber hauptsächlich den Analyze und Describe Call angucken. Ich zeige euch aber später noch ein Hands-on-Beispiel, wo die OCR auch genutzt wird. Also was Computer Vision im Endeffekt macht, ist, es beschreibt ein Bild auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Also zum einen kann es sagen, was ist auf diesem Bild drauf, also auch einen Satz dazu liefern oder einfach nur Tags generieren, dass das Bild mit Schlagwörtern beschreiben. Es kann auch einen intelligenten Thumbnail generieren, also quasi rauslesen, wo der interessante Bereich auf diesem Bild ist und davon einen Snapshot machen. Und es kann auch OCR sowohl von gedrucktem Text als auch handwritten Text. Und handwritten ist quasi noch ein bisschen in der Frühphase, also das steht gerade noch im Preview, funktioniert aber auch schon nennenswert gut, würde ich mal sagen. Das wäre für manchen Arztbrief ganz nett, ne? Wäre so Handwritten-Erkennung. Ich glaube, das wäre dann Handwritten OCR Recognition 4.0 Ich glaube auch. Für Modern Art oder so. für Modern Art, genau. Jetzt, wo du es so wunderschön erklärst, ist mir auch aufgefallen, dass ich glaube, das schon mal gesehen zu haben. Und zwar, wenn man sich auf solchen, wie sagt man dazu, Tauschbörsen rumtreibt, was ich ja schon mal gehört habe, dass das Leute tun, dann gibt es doch diese, bist du Computer oder
Maschine abfragen. Und dann ist auch sowas drin wie markiere in diesem neuen kästigen Fenster alle Autos. Ja, und zwar, was da im Hintergrund passiert, es gibt auch diese Captures, wo man sagen muss, welche Hausnummer über der Tür steht. Genau, ja. Auch schon mal gesehen. Da helft ihr an der Stelle dem Machine Learning-Algorithmus im Hintergrund sich zu trainieren. Dass okay. Ihr gebt dann quasi, ihr seid also die menschliche Komponente, die Ergebnisse, die im Hintergrund vielleicht schon erzielt wurden, nochmal validieren. Das ist relativ schlau. Also man hat auf der einen Seite I'm not a robot, weil ich kann es lesen. Auf der anderen Seite hat es aber vielleicht der Robot oder der Algorithmus im Hintergrund schon begriffen, was da steht und lässt sich von dir eigentlich nur noch bestätigen, dass er recht hatte. Also es ist teilweise Training von Machine Learning-Algorithmen. Super spannend. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ne? Also so kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Gut, also die Computer Vision API an sich, also der Analyze Call, also ich habe es nur hier beispielhaft einmal aufgeschrieben, so ungefähr sehen alle Calls aus. Also super easy zu nutzen, hat eine Base-URL, da muss man halt aufpassen, dass man die entsprechende Version wählt. Ich sehe auch hier gerade, habe ich die URL auch gar nicht mehr abgedatet, weil die heißen jetzt anders. Kann ich aber nachreichen. Also im Endeffekt, man hat diese Base-URL und hinten hat dann ein Analyze oder ein Detect oder ein was auch immer, ne, wie halt dann der Call heißt. Mhm. Und dann gebe ich diesem Call noch unterschiedliche Aufträge mit welchen Daten er bitte zu mir zurückkehren möchte. Und an der Stelle gibt es die Möglichkeit, mir visuelle Features zurückliefern zu lassen und Details. Und die visuellen Features sind hier unten dann gelistet. Das können sein Kategorien, Tags, Descriptions, Faces, Color. Also ich kann mir hier auch ausgeben lassen, was ist die dominante Vordergrund- oder Hintergrundfarbe. Und es gibt auch einen Adult Score. Der gibt mir an, wie viel Nacktheit auf dem Bild drauf ist, beziehungsweise ob es irgendwas Bedenkliches ist. So kann man zum Beispiel auch auf einer relativ einfachen Ebene Bilder moderieren, also automatisiert moderieren, wenn man irgendein Bildportal oder so ein Bilddump hat, wo man Nutzer was hochladen lässt, automatisiert. Das ist vor allem sehr witzig, weil du das gerade sagst, ne? So Nacktheit erkennen. Ich kenne jemanden bei Microsoft, der hat mir mal erzählt, er hat früher mal für IBM Suchmaschinen trainiert, dass sie in der Lage sind, sexuellen oder anstößigen Inhalt rauszufiltern. Und das war damals halt tatsächlich eine rein manuelle Sache, da einfach das glaub ich, ja. beizubringen, ne, was ist schlecht. Er hat gesagt, das Schlimme war, man musste sich das auch angucken. Und da waren auch Dinge dabei, die man nicht will. Das ist natürlich praktisch, wenn sowas dann auch irgendwann mal nach genug Training, vermutlich auch hier, so funktioniert. Genau. Also irgendwer hat bei uns tatsächlich in den sauren Apfel gebissen und musste sich mal alles angucken, weil irgendwem muss dieser Algorithmus einmal angelernt werden. Mhm. Genau, und die Daten an sich, also das ist eigentlich das Spannende, sehen dann halt mal so aus. Ich habe da einfach mal so ein Beispiel genommen von der Webseite. Wir gucken uns aber den Call dann später auch nochmal mit den Rohdaten selbst an. Und zwar seht ihr hier schon, man kann alleine nur aufgrund dieser JSON-Daten ableiten, was auf diesem Bild wohl drauf ist. Weil man auch, Blick nach rechts unten, eine Caption kriegt, wo tatsächlich ein Satz vom Algorithmus formuliert wird, der das Bild am besten beschreibt. Aber er ist ja kein Idiot, sondern er sagt auch, ich bin mir hier zu 48% sicher. Das heißt, es gibt zu allem, was erkannt wird, also wirklich zu allem, immer einen Confidence Score. Okay. Und den gilt es auch wirklich zu beachten. Also man kann nicht einfach blind natürlich dem Algorithmus vertrauen. Er gibt halt auch mit wie sicher er sich ist und er ist tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend, was seine Sicherheit angeht. Ja, diesen Satya, den kennt ja auch kaum einer. Das ist ja auch schwer. Ne? Ja, das deswegen ist ja auch gut. Also hier ist er auch mal ausgewiesen, das Celebrity. Also vielleicht lohnt es sich mal zu googeln, wer der Kerl ist. Ja, vielleicht. Das ist ja dann quasi das Reverse Engineering von einer Google-Frage oder von einer Bing-Frage natürlich, ne? So gesehen, ja. Also so Jeopardy auf Geek-Level wäre das. Von JSON-Daten ablesen, wer das ist. Schick. Genau, also sowas kann halt diese Computer Vision API. Und wenn man dann noch weiter guckt, also wie vorhin gesagt, im Endeffekt gestaltet sich die API exakt gleich. Es gibt halt dann diesen Describe Call, gibt diesen General Thumbnail Call und dann die OCR, die wir uns dann später noch anschauen. Also super easy nutzbar. Was man eben Header immer mitgeben muss, ist einfach sein eigener Key. Den kriegt man aber einmal generiert und dann ist aber auch schon gut, dann läuft das Ding. Und was als Payload mitkommt, ist wirklich schlicht immer ein Binärstream von Bilddaten, also im Endeffekt hängt man Rohdaten an dem Body an. Der Datentyp ist ein Octet-Stream,
Also einfach tatsächlich Base64 kodiert. Und genau, dann freut man sich auf einen guten Payload, der dann zurückkommt. Gut. Hier noch ein kleines Beispiel, wie die OCR hier aussieht, weil das fand ich auch recht spannend. Man kriegt beim OCR-Call nicht einfach nur zurück, was für ein Text wurde da erkannt, sondern ich kriege auch Lokalitätsinformationen zurück, wo dieser Text erkannt wurde. Und zusätzlich noch, in welchem vermutlich logischen Konstrukt dieser Text aufgebaut ist. Ihr seht, dass hier gibt es eine Region und da sind Bounding Boxes drin, einmal für eine Line und einmal für Words. Und so setzt sich wohl dieser Text, Goal Without, zusammen aus einzelnen Wörtern und bildet noch zusätzlich eine Linie. Also das ist recht spannend. Man kriegt dann immer das Rechteck, wo sich dieses Wort, dieser erkannte Text tatsächlich auf dem Bild befindet. Das liefert der Call zurück, die OCR. Dann könnte man das quasi abgleichen, solange man noch trainiert und noch sich nicht sicher ist, kann man das dann quasi abgleichen. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dich drauf verlassen musst, oder? Genau, aber das ist mittlerweile wirklich schon relativ detailliert. Also das funktioniert ganz gut. Okay. Genau, und auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite, sieht man dann nach dem Payload, der zurückkommt, wenn man den Describe-Call benutzt. Mhm. Da kriegt man im Endeffekt die Description in Form von Tags, auch unterschiedliche Formulierungen von einer Caption, wie ihr seht, dass er ein paar Mal versucht umzuformulieren, aber auch mit unterschiedlichen Confidence Rates wieder. Und man kriegt halt dann noch ein paar Metadaten zurück, dass man halt weiß, was waren das überhaupt für ein Bild. Man hat eine Request-ID noch mit dabei, damit ich nachher diesen Payload wieder aufs Bild zurückmappen kann und auch noch, um was für ein Bild hat sich überhaupt gehandelt und wie groß war es. Ich habe jetzt verstanden, was es tut und auch warum man das braucht, aber hast du vielleicht auch noch einen Use Case für mich, warum ein Unternehmen Interesse daran haben soll, sich selber so einen Service zu bauen? Also wir haben uns selber so einen Service gebaut, damit man ihn wieder in einem Service verarbeiten kann. Kommen wir dann später gleich drauf im Video-Indexer. Da wird im Endeffekt genau dieser Dienst verwendet und im Caption-Bot auch. Das heißt, wir haben es quasi wieder verwendet in einem anderen Produkt und stellen halt dieses Subprodukt selbst, also in Form von dieser Computer Vision API, eben als REST-Service zur Verfügung, damit man es eben in beliebigen Applikationen einbauen kann. Was wir halt wiederum auch tun. Das Coole daran finde ich ja tatsächlich, das ist, wie du es gerade nochmal wiederholt hast, also jetzt für die nicht programmierenden Zuschauer wie mich, ne, REST ist halt tatsächlich so ein Ding, das kriege ich hin. Also ne, ich bin überhaupt nicht confident, was Programmierung oder so angeht, aber das würde ich mir zutrauen, irgendwie eine REST-Call zu machen gegen diese API. Und mal ganz ehrlich, die Ergebnisse sind durchaus verständlich, auch für mich. Dank Jason. Ja, genau. Also das finde ich aber tatsächlich ziemlich cool, weil ich glaube, das ist das, was viele immer daran hindert, sich auch in solche Gefilde reinzuwagen. Wenn man immer davon ausgeht, oh mein Gott, das ist so für Programmierer, da brauchst du 6 Jahre Studium, sonst wird das nichts und so. Ne? Aber es ist eigentlich ja recht simpel. Du musst es halt einmal verstehen, du brauchst einmal eine Manu, die es dir erklärt und dann läuft das. Genau, aber da schauen wir dann später in einem Beispiel drauf. Dann kann ich nämlich ganz genau zeigen, wie man aus der Doku richtig rausliest und dann wirklich ohne Programmierkenntnisse diesen Service benutzen kann. Mhm. Auf einer relativ einfachen Art und Weise. Gut. So, dann rocken wir da einfach mal flott durch. Und zwar schauen wir uns die Emotion API an. Die ist mittlerweile nicht mehr eigenständig, sondern die ist jetzt Teil geworden der Face API, weil sie da auch ganz gut reinpasst. Also die Face API gibt an, wo ein Gesicht ist, wo sich es aufhält, kann bis zu 64 Gesichter auf einem Bild erkennen, wenn die Bildauflösung natürlich groß genug ist. Und die Emotion API hat bislang Folgendes gemacht. Das seht ihr hier. Man hat ein Bild hochgeladen, in gleicher Manier, wie man es auch bei der Computer Vision API gemacht hat, und hat das hier zurückbekommen. Also man kriegt ein Gesichtsrechteck, wo das Gesicht erkannt wurde, und dann unterschiedliche Scores für die unterschiedlichen Emotionen, die unterstützt werden. Und hier gibt es halt den Wert zwischen 0 und 1. 0 ist nicht, 1 ist exakt getroffen. Und wie man sieht, ist hier dieses Gesicht, das offensichtlich hochgeladen wurde, gerade relativ happy. Mit 98%. Genau, und dieses Teilchen, also diese Emotion API, was eigentlich schon ein kleines bisschen Magie ist, einfach nur von dem Bild die Emotion von dem Gesicht lesen können, die ist jetzt eben Teil der Face API geworden. Und man kann hier eben nicht nur Emotionen von Bildern bestimmen, also von Gesichtern auf Bildern, sondern auch von Videos. Das habe ich hier nochmal kurz gelistet. Und zwar
kann ich ein Video hochladen. Das passiert mit dem ersten Call hier, Recognizing Video. Und dann kriege ich eine ID zurück und mit der ID kann ich dann später nachfragen und sagen, hey, das ist schon fertig, weil das geht halt nicht instant natürlich und auch nicht mit einer Callback-Time von 300 Millisekunden, sondern das braucht schon mal ein Minütchen oder zwei. Und dann kriege ich einen großen, großen Payload zurück, wo wirklich pro Keyframe von diesem Video mir das Gesicht quasi geliefert wird, das Gesichtsrechteck und die dazugehörige Emotion. Danach kann ich, also es funktioniert leider, sage ich in Klammern, nicht mit Livestreams aktuell, aber mit On-Demand-Videos. Und ich kann halt mit diesen Daten dann im Nachgang über dieses Video quasi ein komplettes Gesichts- und Emotionstracking drüber legen. Das heißt, kann auch super spannend sein. Du kannst quasi nachvollziehen, wie sich die Emotion während des Vortrags, zum Beispiel, wenn jetzt jemanden, der irgendwo auf einer Konferenz spricht, kannst du quasi nachvollziehen, wie sich seine Emotion über den Vortrag hinweg verändert hat. Genau. Das ist ja verrückt. So ist es. Oder wenn du als Sprecher mal dein Publikum aufnimmst und dann dein eigenes Barometer anwirfst. Gibt es eine Emotion, die Sleeping heißt? Das will ich haben. Ja. Oh Mann. Also ist echt, echt grandios. Genau, um so die Brücke zu schlagen, wo wir gerade schon drüber sprechen, zur Face API, die ist eigentlich super spannend und die ist riesen, riesen umfangreich. Wir werden uns aber nur den Detect Call angucken. Der ist für uns am wichtigsten. Alle anderen gehe ich mit euch noch schnell in eine Abbildung durch, weil das würde hier echt einen Rahmen sprengen. Kein Problem. Also Detect Faces ist tatsächlich das, was man sich darunter vorstellt, dass man ein Gesicht erkennt. Man kriegt das Gesichtsrechteck und kann dann noch Face Landmarks und Face Attributes sich zurückliefern lassen. Und die sind mittlerweile sehr, sehr umfangreich. Die werdet ihr dann auch gleich sehen. Die Face Landmarks sind einfach nur 2D-Koordinaten im Gesicht. Linke Pupille, rechte Pupille, linker Mundwinkel, rechter Mundwinkel, Oberlippe Start, Oberlippe Ende und so weiter und so fort. Also es sind irgendwie knapp 30 Punkte, die man da zurückkriegt. Und bei den Face Attributes sind wir halt bei Alter, Geschlecht, der Lächelfaktor, was für Gesichtsbehaarung gibt es, gibt es Glasses im Gesicht, welche Haarfarbe hat dieses Gesicht und so weiter und so fort. Also gibt es mittlerweile auch ganz, ganz viel. Und hier auch ganz einfach, man gibt einfach oben an als URL-Parameter, was man alles zurückhaben möchte, kriegt dann auch exakt nur das als Payload und was man mitschickt, ist als Octet Stream ein Bild. Genau, und kleiner Vorgeschmack, wie denn diese Rohdaten aussehen, ne? Relativ verbos formuliert. Man sieht halt hier die Face Landmarks, wie gerade erwähnt, Pupil Left, Pupil Right, man weiß, wo die Nasenspitze ist, linke und rechte Mundwinkel und so weiter. Das kann man dann auch alles einzeichnen. Und wenn man sowas sieht und dann vor allem noch also von einem Livestream Bild für Bild abgegriffen, weiß man zum Beispiel auch, wie diese Videocall-Maskierungs-Apps funktionieren, wo man sich ein Schnurrbart drauf heften kann und die Hasenohren aufsetzen. Oder auch das relativ akkurat. Oder auch wie die Bildererkennung bei Facebook läuft, oder? Faktisch, zum Beispiel im iPhone, da kriegst du ja auch zum Beispiel jetzt seit irgendeiner neuen Version, irgendwas 10 oder so, kriegst du doch jetzt auch Personen kategorisiert. Das heißt, wenn du ein Bild hast, wo verschiedene Personen drin sind, bekommst du weiter unten Vorschläge, wo diese Personen noch auf Bildern drauf sind. Genau, und das macht dann, es kann diese Face API auch, das ist ein Trainingszyklus, der hier eingehalten werden muss, weil die Face API nebst diesem Detect Call auch noch das alles kann. Also echt viel. Also man kann personenbezogen viel machen, man kann Personengruppen erstellen und man kann ganze Gesichtslisten erstellen, die man dann für die Personengruppen wieder braucht. Ich erkläre euch das jetzt nicht einzeln, sondern ich habe hier ein kleines Bildchen. Und zwar sieht das wie folgt aus. Man hat auf der rechten Seite diesen Detect and Train Zyklus und auf der linken Seite Detect and Verify. Was zum Beispiel auf iOS passiert ist, dieser Detect and Train Zyklus, der wird automatisiert durchgeführt. Bei jedem neuen Bild wird erstmal das Gesicht erkannt. Wenn das Gesicht jetzt noch bei keiner Personengruppe passt, dann wird eine neue Person erstellt, das Gesicht drauf geheftet und in die Personengruppe reingeworfen. So, und das wird halt bei jedem Bild gemacht. Und so trainiert man einzelne Personen. Also eine Person kriegt dann halt mehrere Gesichter. Und somit kann man dann umso akkurater später die Person detekten und vor allem auch verifizieren, dass es die Person dann auch ist. Das passiert nämlich im linken Zyklus, mit dieses Bild. Also explizit kann man dann sagen, okay, welche Gesichter sind denn da drauf? Und vor allem sagen wir, welche Personen sind das? Das ist nicht mehr ein, gib mir Gesichtsrechtecke, sondern sag mir, wer das ist.
Und je nachdem, wie gut man halt diesen rechten Zyklus betrieben hat, gibt der linke Zyklus dann tatsächlich raus, dass beispielsweise Bill und Lisa auf diesem Bild drauf sind. Und das macht halt die Bildererkennung bzw. Personenerkennung auf iOS im Hintergrund automatisch. Das ist genau so ein Ablauf, den man halt mit der Face API von den Cognitive Services relativ easy nachbauen kann. Stille? Ja, Faszination. ja, Faszination trifft es eher, genau, ja. Krass. Okay, gut. Da brauchst Und dann würde ich sagen... Brauchst du quasi nicht mehr fragen an der Klingel, wer unten steht, ne? Dann irgendwann. Irgendwann nicht, ne? Dann kriegst du schon Push aufs Handy und da steht dann Erik ist da. Ja, passt. Sagt die Manu, okay. Und der ist wieder betrunken. Nee, du. Oh, schön. Demo, yay. Cool. Demo, genau. Dann zeige ich euch mal hands-on was. Das ist nämlich viel spannender. Und zwar erstmal zwei Sachen. Und zwar sind wir hier. Erstmal Cognitive Services, hier. Ganz einfach zu finden, einfach nach Cognitive Services suchen, dann landet man auf der Seite hier. Und dann kommt man über Computer Vision API, wenn man hier angelangt ist, gibt es hier einmal API, das öffnen wir, nur einmal, und kommt hier zur API-Dokumentation. Und hier ist das aufgeschlüsselt, was ich so mit ein bisschen kürzer in der Slide drin hatte. Das ist dieser Analyze Image Call. Und hier seht ihr, einmal ein Bild mitgegeben, die Request-URL sieht hier wie folgt aus. Als Parameter kann man dann Visual Features abgreifen, wie diese hier, die gibt man dann einzeln, kommasepariert einfach an, kann sich Details liefern lassen und dann auch noch unterschiedliche Indikatorsprachen mitgeben. Und zurück kriegt man halt dann so ein Payload hier, beispielsweise. So funktioniert das. So, was wir uns jetzt angucken ist, wir schauen jetzt nicht in die Computer Vision rein, sondern in die Face API. Das ist nämlich ein bisschen spannender. Auch die API Reference. So, was man jetzt erst noch braucht, ist Folgendes. Ihr seht hier, also hier haben wir den Detect Call ausgewählt. Und hier bei Quick Request URL steht hier mal einmal Location noch mit drin. So, das hilft euch jetzt natürlich nicht, wenn ihr dieses Ding ausprobieren wollt. Das braucht ihr natürlich eine eigene Instanz davon. Das hat sich geändert in noch vor ein paar Monaten. Da konnte man nämlich einfach sich einen Key generieren, weil die Dinger noch in Preview waren. Mittlerweile sind sie general available, die meisten. Das heißt, ihr müsst jetzt in eure Azure Subscription rein, legt euch eine neue Ressource an, sucht da einfach zum Beispiel nochmal Face API. Provisioniert euch dann ein so ein Ding. So, hier gibt man einfach, also wie gewohnt, Namen für die Ressource, einmal eure Subscription angegeben und diese Location hier ist dann relevant und das Pricing-Tier wählt ihr entweder F0 oder S0, ist an der Stelle egal. Es ändert sich im Preis hinten raus von 20 auf 40 Cent beispielsweise bei den Call-Paketen und man muss halt dann gucken, was man braucht. Hat man einen relativ hochfrequenten Service, wenn man sagt, okay, man braucht definitiv mehr als 20 Calls pro Minute, nehme ich zum Beispiel 10 Calls pro Sekunde, oder reicht das aus, weil ich nur relativ infrequent diesen Dienst nutze? Ja? So, wenn man den jetzt provisioniert hat, braucht man nur noch die URL, wo einmal die Location noch mit codiert ist. Sehen wir hier in der Overview. Die hier einmal den Endpoint, den einfach rauskopieren. Und dann habt ihr bei Manage Keys, Access Keys, da sind zwei drin, einfach den ersten nehmen und in den Header hängen. So, und wie das dann aussieht, ist hier, ich muss nachher einfach meinen Key ändern. dann habt ihr hier einmal die Base-URL in West Europe, das ist genau meine Face API. Ich möchte den Detect-Call nutzen. Und dann gebe ich noch ein paar URL-Parameter mit. Die kann man aber natürlich ein bisschen schöner darstellen als hier in der Wurst, nämlich zum Beispiel so. Also ich empfehle Postman hier wirklich, wirklich hart. Das ist ein super Tool, um wirklich, wirklich easy REST-Calls abzusetzen, ohne dass man irgendwie weiß, wie das die darunterliegende Magie funktioniert. Und was man hier eben braucht, ist wirklich im Header nur sein Key angeben, zu sagen, welcher Content-Type das ist, das Octet-Stream. Und hier gebe ich dann an, okay, ich möchte bitte die Face-Landmarks zurückhaben, jo,
Und dann noch die Face Attributes, und zwar alles, was geht. Age, Gender, Head, Pose, Smile, alles. Ne? Sogar Make-up kriege ich hier zurück. Gut, dann versuchen wir das doch mal. Dann braucht man hier nur noch Daten anhängen. Ich habe hier ein sehr valides Bild von mir, das wir uns jetzt angucken. Okay, okay, ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, was der Dienst uns liefert. So, haben wir die Daten auch schon hier. Also, wir haben hier mal das Gesichtsrechteck. Gut, dann haben wir hier die unterschiedlichen Face-Landmarks, wie ihr schon vorhin gesehen habt. Es sind wirklich viele. Ja, ja, ja. Viele. Da, dann wird es hier auch interessant. Also die Face Attributes, die wir ja angefragt hatten. Also wir haben hier mal Smile. Also ich smile offenbar gar nicht, ne? Nur mit 1,5%. Dann ist hier auch relativ was Interessantes. Es wird die Head Pose noch mit errechnet. Das heißt, wie in den drei unterschiedlichen Achsen genau mein Kopf sich gerade gedreht hat. Dann Gender wurde hier auch richtig erkannt. Age, wunderbar. Sind wir auch fast viel genau. Viel zu alt. Ja, ja, natürlich. Ich meine, das ist ja eine Frechheit. Genau, dann seht ihr hier, es wurde offensichtlich kein Bart erkannt, weil frisch rasiert. Sehr gut. Dann haben wir hier bei Glasses, gibt es auch ein paar unterschiedliche. Da gibt es Reading Glasses, Sunglasses und so weiter. Und die Emotion ist hier auch noch mit reinkodiert, weil ja die Emotion API mit der Face API gemerged wurde. Jetzt haben wir das noch hier mit. Ich sehe offenbar Furcht, ein bisschen, ja, ne, ich fürchte mich ein bisschen. Und ein bisschen Abneigung. Ich bin versucht, ja, ein bisschen Abneigung, ja, es ist alles ein bisschen dabei. Also definitiv kein Smiley-Face. Dann gibt es hier auch ein Blur-Level mit, falls irgendwie, kann man auch relativ schnell rausfinden, ist das Bild verschwommen oder nicht, hat es eine sinnvolle Qualität, dass man damit weiterarbeitet oder nicht. Und ich trage wohl auch kein Make-up. Und hier ist auch noch relativ spannend, ist das Gesicht verdeckt? Ist die Stirn verdeckt? Sind die Augen verdeckt oder der Mund? Ist nichts davon verdeckt? Das könnte den Österreichern beim Vermummungsgesetz vielleicht ein bisschen helfen, automatisiert Dinge zu erkennen. Und das hier ist auch relativ neu, die Hair Color. Trifft es bei mir gar nicht schlecht, mit einer schönen Mischung von Rot und Braun und ein bisschen Rest, was auch immer der Rest hier ist. Aber ich bin noch nicht kahl, das ist auch sehr schön, ja? Noch keine Glatze in Aussicht. Also ihr seht, hier geht viel. Und das nur mit einem einzigen Call, wo ich um ein paar Daten frage. Also der ist schon relativ mächtig, dieser API. Und ist auch in 0,nix ausprobiert. Also ich brauche keine Programmierkenntnisse an der Stelle. Ich muss nur wissen, was ich hier richtig rauskopiere. Ne? Und darf nicht vergessen, dass ich halt einmal mir diese Instanz anlegen muss. Seht ihr hier, ist gerade einmal hochgegangen, wenn wir einmal diesen Call gemacht haben. Gut, also man braucht ja eigentlich nur seine Azure-Instanz, auf die darf man nicht vergessen. Man muss auch hier wirklich aufpassen, dass man den Endpoint richtig wählt, also die Location hier richtig reinkodiert. Und dann kann man eigentlich schon fast gar nichts mehr falsch machen. Und das heißt aber, weil du vorhin so schön sagtest, du musst deinen Key ändern. Wenn du jetzt deinen Key irgendwo public hinpostest, dann kann im Prinzip jeder gegen deine Subscription da lustige Face Recognitions machen. Ja klar, also ich bezahle das an der Stelle jetzt dann. Ja, das ist nett dann. Hast ja noch ein bisschen Zeit, das zu ändern. Genau, ich habe ein bisschen Zeit. Nee, aber es passt da drauf auf, ne? Klar. Jeder, der den Key dann hat, hat dann auch Zugang. Also das ist im Endeffekt so euer Namenstag. Und mit Zahlungsdaten drauf. Okay, sehr gut. Gut, also so viel zur relativ einfachen Handhabe, wenn man sowas wie einen HTTP-Client verwendet. Das Gleiche, also nichts anderes tatsächlich, passiert auch auf Code-Ebene. Man setzt einfach nur diesen Call ab, hängt noch zusätzlich die URL-Parameter dran und gibt im Header den Key mit und fertig. Kriegt dann die JSON-Daten zurück und kann die dann entsprechend manipulieren. So, das zeige ich euch jetzt hier. Ich habe nämlich, weil ich ja ein großer iOS-Coder bin, ein Playground gemacht. Also das ist hier am iPad. Gibt es die App Playgrounds. Und hier kann man direkt Swift coden am iPad. Brauche also keinen Rechner dazu. An der Stelle habe ich das schon am Rechner geschrieben und habe es halt dann rübergezogen aufs iPad. Das geht auch. Und was ich hier gemacht habe, ist, ich habe so einen kleinen Kickstarter-Guide gemacht für die Cognitive Services. Und fangen wir dann einfach mit der Computer Vision an. Hier brauche ich nichts coden. Ich wähle hier einfach nur ein Bild aus. Dieses Bild können wir, also das hier zum Beispiel, sieht wie ein Hafen aus. Ist ein Hafen. Ja, ne? Lassen wir uns mal jetzt beschreiben, was der Dienst da sieht.
Sehen dann hier noch, okay, hier haben wir eine Einstellmöglichkeit noch, Show Tags for Image, und zwar ein Certain Confidence. Lassen wir es mal auf 10%. Ne? Schauen wir mal, was der Algorithmus uns da ausspuckt. Und was dann passiert ist, es wird das Bild angezeigt und dann die Tags, die ihr vorher gesehen habt im Payload, einfach hier gelistet. Und es ist relativ akkurat, also Sky, Outdoor, Cargo, Container, Harbor, ja, würde ich sagen, passt, läuft. Wenn wir aber jetzt hier, weil mit 0,1 würde ich keine Produktivsoftware ausliefern. Sei okay, nee, sorry. Da vertraue ich dir jetzt nicht. Sondern wir machen da jetzt mal 0,9 draus, da habe ich ein besseres Gefühl. Dann seht ihr, dass die Tags hier gleich ein bisschen aufgeräumt werden. Und das meinte ich vorhin, dass der Dienst doch relativ defensiv seine Sicherheiten angibt. Also alles, was da stand, ist schon korrekt, aber es ist alles mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 0,9. Also ich glaube, bei 0,85 und 0,8 liegen diese Dinge. Da muss man halt dann gucken, inwiefern man diesem Dienst dann auch vertraut, beziehungsweise auch sagt, das macht Sinn. Aber im Zweifel gibt man hier ab 90% dann, und dann sollte das auch gut sein. Und ne, ich habe das hier auf Entwickler-Level quasi benutzt. Man kann diesen Playground an sich sich einfach in Xcode angucken. Das können wir hier mal kurz machen. Öffne man immer schnell. Dann kann man hier jederzeit, wie haben wir denn, unter die Haube schauen, was da passiert. Weil am iPad seht ihr quasi nur das, was einmal fixfertig gerendert ist. Und hier seht ihr, was drunter steckt. Das ist nichts anderes als Swift Code. Und wo der eigentlich... Dörfer für Alex und mich. Genau. Was aber dann auch spannend ist für euch, beziehungsweise für die Entwickler, die zuhören und zugucken, ist folgendes: Man kann hier auch ganz normale Source-Code-Files einhängen und muss nicht diese Playground-Pages schreiben und hat an der Stelle dann auch wirklich diese ganz Standard, hier wird der URL-String zusammengebaut, hier wird die URL gebaut, der Request zusammengebaut. Also hier wird auf Code-Ebene der Request gebaut, den wir hier auch mit diesem HTTP-Client auf relativ einfache Art und Weise hier zusammenbauen. Also das ist exakt das Gleiche verwendet. Das ist ja verrückt. Hier noch, das ist völlig verrückt. Damit ihr hier noch ein bisschen mehr Spaß seht, habe ich hier bei den Emotions, ich habe es bei der Geeksprech-Episode ja schon angeteasert, hier einmal eine Emotionserkennung. Der Herr lächelt doch, würde ich sagen. Ne? Dann schauen wir mal. Sympathischer Herr, das muss man jetzt mal sagen hier. Sehr sympathisch. Genau. Guck mal, ja. Ah. Ja. Ah, das ist die Geschichte mit den Smileys. Ja, genau. Okay. Er lächelt tatsächlich, und dann schauen wir mal, was der Herr hier macht. Da wäre ich mir jetzt schon nicht mehr so sicher. Er hat ein angesetztes Lächeln. Er ist nicht negativ. Mhm. Schauen wir mal, was der Dienst hier macht. Guck mal. Ja, geht so, ne? Also ist eher auf der neutralen Ebene unterwegs. Mhm. Genau, also das ist zum Beispiel ein super einfacher Anwendungsfall. Ich kriege die Emotionsdaten rein, nimmt der Emotionswert mit dem höchsten Ausschlag Richtung 1 und mappt das auf dem Emoji. Fertig. Hast du irgendein Gefühl dafür, wie viel Rechenleistung für so eine Aktion notwendig sind? Ich meine, ja, alles gut, Cloud und so habe ich verstanden, aber das ist ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn du jetzt so ein, sag ich mal, so eine Ignite hast, ne? Machst eine Keynote und willst da irgendwie die Emotionen so einfangen. Was gibt es da irgendwelche Rechnungen wie pro Person in einem Raum oder sowas? Gibt es da irgendwas, wie man sich das mal ungefähr greifbar machen könnte? Nee, boah, da habe ich überhaupt keine Zahlen. Überhaupt nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das Modell, das da drunter liegt, um wirklich aus Gesichtskoordinaten und unterschiedlichen Schattierungen, ob ich Falten habe oder nicht und so weiter, insgesamt das Gesicht noch rauszulesen und dann, wie ich lächle, wie sich was verzieht im Gesicht, welche Emotionen das ist. Also dieses Modell, das da drunter liegt, das muss bombengroß sein. Ja. Wenn du da alleine siehst, wie viel Daten das er von dem Gesicht einfängt und die verarbeitet, ne, ist ja echt krass. Genau, also wenn du dann sagst, der Preisunterschied ist dann zwischen 20 und 40 Cent pro Call. Ist das genau, ja, also wir können da gerne noch mal reinschauen. Nicht, dass ich irgendeinen Mist erzählt habe, aber es ist super, super wenig. Wenn das Pricing hier für die Face API sind wir bei hier 1,20 Euro für 1000 Transaktionen
Und 30.000 sind aber frei, ne? Genau, bei der ersten Million, 30.000 sind frei. Wenn ich den Free-Tier nehme, da habe ich aber nur 20 Transaktionen pro Minute. Das mag ein bisschen wenig sein. Wenn ich in den nächsten Tier reingehe, habe ich 1.000 Transaktionen für 1,20 Euro und die werden immer billiger, desto mehr ich im Monat mache. Ne? Also, das heißt, so im schlechtesten Fall einfach am Ende des Monats mal noch ein paar Faces erkennen, damit es ein bisschen günstiger wird, oder? Ja, später, also hier macht es nicht so einen Unterschied, ne, zwischen Euro 20 und 90 Cent, aber hier sind wir schon wesentlich günstiger. Ja. Genau, da muss ich erstmal 5 Millionen in diesen Tiers bezahlt haben, dass ich auf den Preis überhaupt komme. Hm. Aber an sich, für das, was drunter steckt, 1000 Aufrufe für 1,20 Euro ist es auch eher so, ne? Ja, kann man machen, ne? Kann man machen, genau. So viel zum Pricing an der Stelle. Genau, und nebst dieser Emotionserkennung, habe ich euch auch noch gezeigt, gibt es noch die Gesichtserkennung mit den unterschiedlichen Landmarks. Dann nehmen wir auch am besten wieder den Kollegen, weil der so ein schönes Close-Up hat. Ich glaube, ich habe da nur einen kleinen Coding-Fehler drin, sehen wir gleich. Ja, da sind ist bei meiner Programmierung um 20 Pixel, weil sie natürlich mit der letzten Xcode-Version bzw. Swift-Version wieder was geändert hat, das verschoben. Aber sonst seht ihr, passt das relativ genau hin, wo die Augen sind, wo die Nase erkannt wurde und der Mund auch. Das ist nur wirklich ganz leicht versetzt nur. Und unten habe ich dann noch gelistet die wichtigsten Elemente mit, das männlich, ungefähr 28 Reading Glasses und hat noch ein kleines Bärtchen auf der Oberlippe. Genau. Ziemlich cool. Und so kann man halt tatsächlich die Daten relativ schnell auch verwerten. JSON ist super einfach auslesbar und man kriegt schon relativ mächtige Informationen mit, nur mit einem kurzen Call. Alex, sowas könntest du doch frühst im Bad gebrauchen, weißt du so? Guckst in den Spiegel, sagt der Spiegel dir, Mensch, du bist noch nicht rasiert, Kerl, dreh dich nochmal um, weil du bist ja so als Nicht-Frühaufsteher, es fällt dir das bestimmt schwer, oder? Also ich finde, ich war heute verdammt früh wach. Ja, war es schon vor 10, oder? 8:30, ja. Das aber darfst du gar nicht so laut sagen. Es wäre ja auch ein großartiger Anwendungsfall, wenn man abends in den Spiegel guckt und entsprechend dann der Wecker gestellt wird. Man sagt, okay, passt, Gesicht läuft noch für morgen. Genau, kannst eine halbe Stunde länger schlafen. Ja, für mich wäre eher so ein Daily Motivator interessant. So, kommst rein ins Bad und dann sagt der Spiegel so, boah, Alter, siehst du heute wieder verdammt gut aus. Weißt du, Alex, da brauchst du ja kein Cognitive Services für. Nee, das ist eine Lying-API. Also, da soll das jeden Tag sagen, stimmt. Natürlich. Der Dienst wäre, glaube ich, nur zu ehrlich und sagt, boah, was ist mit dir los? Ey, das siehst heute ja aus wie du. Ja, das ist doch halt nicht. Genau. Gut. Wollt ihr denn den Videoindex auch noch sehen? Absolut. Wenn du das absolut möchtest. Wenn du uns diese Minuten noch gönnst. Ja, absolut. Ich finde das total spannend. Auf jeden Fall. Was der Videoindex nämlich macht, ja, ein großartiges Slide, das muss ich euch zeigen, das ist so niedlich. Ja, wir haben schon bemerkt, das ist einige Herzen in deinen Präsentationen. Ganz viel Liebe für Technik. Mhm. Also, was der Videoindexer macht, ist, der macht sich ganz, ganz, ganz vielen APIs der Cognitive Services zunutze. Und zwar kann der dann aufgrund eines Videos, wie der Videoindexer-Name schon sagt, für ein Hören, für ein Sehen, für ein Lesen und auch vor allem Verstehen. Das ist echt, echt super spannend. Und das Ganze sieht dann so aus. Schauen wir dann gleich rein. Man hat das Video auf der einen Seite, das lädt man einmal hoch, wartet dann, je nach Länge des Videos, sage ich mal pro Minute Video ungefähr auch eine Minute an Analysezeit, vielleicht zwei. Und sieht dann auf der anderen Seite, was in diesem Video alles erkannt wurde. Die Personen, die erkannt wurden, auch mit drunter, da seht ihr so einen kleinen Balken, wo die Person im Videofortschritt aufgetaucht ist. Wenn es tatsächlich eine Persönlichkeit war, die auch im öffentlichen Leben bekannt ist, wird der Celebrity dann auch noch genannt. Und kann er die Person oben durchswitchen, hat dann unten noch die Keywords, das sind offensichtlich die Dinge, die am wichtigsten waren, über die gesprochen wurde im Video. Und dann noch zusätzlich unten Annotationen, das ist sowas Ähnliches wie die Tags, die wir bei der Bilderkennung gesehen haben, dass wohl Personen vorkommen, das ganze Spiel auch draußen, da wurde ein Baum erkannt, da wurde ein Mann erkannt, da wurde eine Wand erkannt und so weiter und so fort. Und ganz unten auch noch super spannend, der Speech Sentiment. Das heißt, da wird aufgrund dessen, wie eine Person spricht, also nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Tonalität her,
erkannt, ob das jetzt gerade eher negativ oder eher positiv ist, die Stimmung. Negativ heißt jetzt aber nicht zwangsläufig, dass die Person krantig ist, die da spricht oder irgendwie verärgert, sondern es kann auch traurig sein. Genau, so wie dazu. Und dem nicht genug, man kriegt ein Transkript auch mit von dem Gesprochenen, was halt im Video vorkommt. Das rollt auch mit zum Video synchron und man hat auf der linken Seite von dieser vertikalen Timeline auch noch die Person angegeben, die zu der Zeit auch vorkommen, beziehungsweise vermeintlich dann auch sprechen. Und dann auch noch zusätzlich, wenn ABC dabei steht, wie ihr da seht, wird aus dem aktuellen Bild im Video, wenn der irgendwo ein Text war, wie, keine Ahnung, ein Schild vorm Kiosk oder ein Schild überm Shop, dann wird das auch noch versucht zu lesen mit der Bild-OCR. Genau, und oben seht ihr dann auch noch, da steht eine kleine Weltkugel mit Englisch. Da kann man auch auf ganz viele Sprachen noch umschalten und das funktioniert dann auch on the fly. Und das Coolste ist, für mich als Entwicklersicht, das ganze Ding, alles, was ihr gesehen habt, ist zu 100% API-supported. Das heißt, ihr könnt das alles nicht nur in dieser Web-Oberfläche verwenden, sondern entsprechend auch noch in die eigenen Produkte einbinden. Ein Awesome-Stempel, ich hau mich weg. So, und das kann ich euch natürlich auch noch zeigen, wie das aussieht. Der ist nämlich richtig, richtig lässig. Dafür brauchen wir wieder einen Browser. Der hat richtig einfache URL, die ihr euch merken könnt, Videoindexer.ai. Die ist auch nochmal unter dem Video verlinkt, also keine Sorge. Genau, das findet man. So, dann hoffe ich, dass... Oh ja, großartig. Schauen wir mal. Lass uns teilhaben am Login-Prozess der Microsoft. Also das überrascht mich jetzt selbst. Genau, also es ist normal nicht so, aber hey. Gut. Ich nehme mal ein Video, das ist so ein richtig schöner Showcase, wie unsere Seeing AI, also die App, die es dazu gibt, rund um dieses Thema, wie die entstanden ist. Es ist wirklich lohnenswert, sich das anzugucken. So, ich pausiere das aber jetzt mal, gehe mal auf ein Bild rein. So, hier ist nicht schlecht. Ihr seht, hier läuft das Video. Das habe ich vorher, wie gesagt, mal hochgeladen, dann ein bisschen gewartet und Folgendes habe ich dann als Ergebnis bekommen. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. Dann seht ihr hier, ich kann hier direkt mit den Annotations mal hier hinspringen zu diesen Personen oder zum Baum. Da steht wirklich ein Baum. Oder zu einer vermeintlichen Wand. Hier ist eine Wand, stimmt. Also es ist echt erstaunlich. Man kann sich so hier durchs Video durchhandeln. Man kann sich dann auch angucken, wo unterschiedliche Personen vorkommen. Nee, mach mal Show All hier. Ich will noch mal, das so leicht kommst du hier nicht durch. Mach mal Show All 49, da rechts. Ja, was magst du sehen? Das ist den iPod. Ich möchte den iPod sehen. Und wo iPod, ist ein iPod? Ja, iPod. Dritte Zeile von unten. Letztes, ja. Höher, rechts. Rechts daneben, ja. Ja. Ja, okay, ist ein Telefon. Könnte ein iPod sein, ja, okay, glauben wir. Ja. Okay, vielleicht was noch? Walking Electronics. Screenshot. Das habe ich auch super spannend gefunden. Was ist ein Screenshot in dem Video? Ah, okay. Auch nicht schlecht. Sehr, sehr, sehr niedlich. Genau. Und Telefonbooth ist aber... Ne? Okay, das glauben wir. Genau. Also da habt ihr einiges. Speech Sentiment auch. Also ihr könnt überall da danach hinspringen. Ne? Also alles interaktiv nutzbar. Und genauso wie hier auch, dann auch direkt hier hinspringen, wo die Person vorkommt. Irgendwo seine Kollegin. Dauert noch ein bisschen, bis wir an den Punkt kommen. Da ist sie. Den Kollegen kennen wir doch irgendwoher. Der hat doch, wo gab es denn dieses Video? Wo wurde das denn gezeigt? Ist auch schon, es war ja auch bei... Das ist schon ein bisschen... Es gibt schon mal, 2016, ne? Ja, genau. Genau, 2016 und es ist letztes Jahr im Juli, genau. Die Seeing AI iOS App, gibt es derzeit auch nur auf iOS, erschienen und erst im US-Markt und ich meine, seit 2-3 Monaten gibt es die jetzt auch im EU-Markt. Wenn ihr Bock habt, kann ich die euch auch zeigen, ich habe da auch alles vorbereitet dafür. Das ist quasi unser Kollege mit der Brille, das ist ein Microsoftie, der... Ich weiß nicht, ob er ganz blind ist oder nur Konturen sehen kann.
Jedenfalls hat der sich gedacht, ich bin Ingenieur, wir haben da was, warum nicht nutzen? Und hat sich da eben seine eigene kleine Suit gebaut, mit der er besser durchs Leben gehen kann. Und einfach mit so einem Wisch von der Brille, das ist einfach so ein Smart Glass, nicht ganz günstig, weil die meisten sind noch prototypisch, beziehungsweise wenn, dann eher industriell ausgerollt, kann er mit einem Wisch auf dem Bügel kann er ein Foto machen. Dann macht die Brille im Hintergrund nichts anderes als einen Call absetzen an Computer Vision API und sich die Szene beschreiben lassen. Das passiert hier. Und ihr könnt halt die Daten an der Stelle komplett, das Rohdaten über die API auch abholen. Und hier läuft halt das Transkript auch mit dem Video mit. Kann ich auch irgendwo hinscrollen und sagen, hier möchte ich jetzt bitte sein. Es ist links wie rechts synchron. Und kann dann hier, das finde ich am echt beeindruckendsten, Englisch hat er erkannt, ist die Sprache, in der gesprochen wurde. Und dann kann ich es mir zum Beispiel noch auf Amazon, gerade blind, German. Auf German übersetzen lassen. Das ist jetzt nicht, also natürlich haben wir noch die gleichen Probleme wie immer, wenn wir Sprachen übersetzen, aber der Sinn kommt schon mal mit. Und die Übersetzung, die ihr da jetzt gesehen habt, ihr könnt das auch gerne in der EPR ausprobieren, die ist echt. Das heißt, es braucht nicht länger, um dieses Transkript in der Zeit wirklich zu übersetzen. Das ist der absolute Knaller. Also es geht echt super, super flott. Oh, jetzt will ich wissen, wer das kontrollieren kann. Sieht richtig aus. Genau, du kannst selbst ein Video hochladen und dann über die API einfach die unterschiedlichen Transkripts holen, Sprache angeben, dann siehst du, dass das wirklich so ratzfatz funktioniert. Und Videoindexer an sich ist immer noch kostenfrei oder muss ich dafür irgendwas Besonderes haben? Nee, schau, da oben steht Preview. Ah. Der ist derzeit noch immer kostenfrei. Du kannst pro Account 40 Stunden Video dir indexen lassen, wenn wir mal beim Wording bleiben. Das ist die Limitierung derzeit, dafür zahlst du auch noch nichts. Wann der allerdings aus der Preview rausfällt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. So weit ist. Genau. Ja, das ist der Indexer. Genau. Ziemlich cool. Mhm. Also ich glaube, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wir zusätzlich zum Podcast auch nochmal diese Webcast-Folge, denn ich glaube, über das, was wir gesprochen haben, das Ganze nochmal zu sehen, das macht das Ganze doch besser greifbar. Das hoffe ich. Wie gesagt, die Links zu den einzelnen Tools kriegt ihr auch in die Notizen unter dem Video und die Kommentare. Von daher, probiert's aus. Ich glaube, ne? Hands-on, haben wir gesagt, ist immer besser. Genau. So man es. Sieht erst richtig, wenn man es angefasst hat. Genau. Habe ich mir gemerkt. Ja. Manu, schön. Vielen Dank für den Einblick. Kann man dich denn irgendwo sehen? Gibt es schon irgendwas, wo du irgendein Event oder ein Meetup oder sowas, wo du geplant darüber sprechen wirst? Ich bin ja die ganze Zeit mit diesem Thema gefühlt unterwegs. aber jetzt ist akut mit diesem Thema nichts geplant. Wenn allerdings jemand was drüber hören möchte, also pingt mich gerne einfach an. Ich freue mich da immer drum. Und ja. Und jetzt schauen ja auch noch ein paar IT-Pros zu. So haben wir zumindest die Erfahrung gemacht. Wie kann man denn mit dir auf beruflicher Ebene quasi in Kontakt treten, dass du genau das tust, was du in der letzten Geek-Sprech-Folge beschrieben hast, nämlich das im Unternehmen zum Beispiel mal greifbar zu machen? Da kontaktiert man mich einfach hier bei meiner E-Mail-Adresse oder pingt mich auf Twitter an, je nachdem. Und ich melde mich dann natürlich, wenn man mich anschreibt. Das stimmt, das können wir bestätigen. Ja. Sehr schön. Dieser QR-Code, der da auftaucht, linkt übrigens auf dieses Folienset. Wenn es denn interessiert und wenn man was nachlesen möchte und ein paar URLs sich angucken möchte, kommt man genau dahin. Vollprofi. Da können wir noch was lernen. Ich wollte gerade sagen, wir können noch was lernen. Ich merke schon. Bildungsauftrag hier. Ja, perfekt. Manu, vielen Dank. Sehr gerne. Genau. Vielen lieben Dank. Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen, wenn es wieder mal was Spannendes aus der Cognitive Services Welt gibt oder gerne auch zu anderen Themen. Wunderbar. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch auf YouTube und abonniert uns. Dankeschön. Danke. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Ciao.